Der Fall des Sintus Johann Trollmann. Das ist Johann Trollmann. Johann war ein Halbschwergewichtsboxer und kam aus Hannover. Er sollte im Juni 1933 gegen einen Boxer namens Adolf Witt im Kampf antreten. Johann war mit seinen 74 Kilogramm im Gegensatz zu Adolf sehr schmächtig. Dieser Kampf ging um den Titel Deutscher Meister im Halbschwergewicht. Trollmann durfte allerdings nur antreten, da man ihn aufgrund seiner Bekanntheit als deutscher Boxer nicht ignorieren konnte. Der Deutsche Boxverband wollte jedoch verhindern, dass er den Kampf gewinnt, denn er war ein Senti. Schon unverständlich, oder? Am Tag des Kampfes überraschte Johann Trollmann jedoch alle. Er besiegte Adolf Witt mit seinem federnden Kampfstil. Er war Witt 12 Runden lang überlegen und sammelte einen Punkt nach dem anderen. Als die Punktrichter aber minutenlang diskutiert haben, entschieden sie sich doch auf ein Unentschieden. Der Sportredakteur Ludwig Hühnmann begründete dies mit einem Vorwurf. Und zwar sei sein Kampfstil nicht deutsch. Daraufhin brach ein riesiger Tumult im Publikum aus. Die Zuschauer konfrontieren daraufhin die Punktrichter und sagten, sie würden die Halle kurz und klein schlagen, wenn der Titel nicht an Trollmann vergeben würde. Natürlich fackelten die Punktrichter nicht lange und überreichten Johann Trollmann am 9. Juli 1933 den Titel Deutscher Meister im Halbschwergewicht. Darauf folgend berichtete die Fachzeitschrift Boxsport über den vergangenen Kampf. Trollmann hat laut der Zeitschrift artfremd gekämpft. Sie verpottete außerdem seine zigeunerhafte Unberechenbarkeit. 8 Tage darauf verlor er seinen Titel. Außerdem wurde er aus dem Boxverband ausgeschlossen, durfte nur noch an einem Kampf teilnehmen, in dem es um nichts ging, hatte sich die Haare blond gefärbt und nahm jeden Schlag im Kampf einfach hin. Das war das perfekte Symbol für seinen Protest. In den 1930er Jahren schlägt er sich als Rummelboxer durch und lässt sich sterilisieren, da er sein minderwertiges Erbgut nicht weitergeben wollte. Er versuchte der Verfolgung mit einem festen Wohnsitz zu entgehen, jedoch ohne Erfolg. Ab 1939 war er Soldat. Er wird 1942 als Sinti aus dem Militär ausgeschlossen, im Juni 1942 verhaftet und im Oktober ins KZ gebracht. Als er neu im KZ war, vergnügten sich die Wachmeister mit dem Spiel Deutscher Meister, indem sie den abgemagerten Trollmann gegen schwergewichtige SS-Wächter kämpfen ließ. Und alles nur, weil er ein sogenannter Zigeuner war. Jedenfalls wisst ihr nun, an wie er behandelt worden ist.